Du hast eine WordPress-Seite und auf der Seite gibt es das Problem, dass man in der horizontalen zur Seite scrollen kann, obwohl das quasi nicht geplant ist. Also ich mache hier mal die mobile Ansicht nochmal ganz speziell aus und man sieht, ich kann hier komischerweise zur Seite scrollen. Wie du herausbekommst, an welchem Element das liegt und wie du das Ganze global grundsätzlich immer beheben kannst, lernst du im heutigen Video. Manchmal ist es super offensichtlich, warum man seitwärts scrollen kann. Hier zum Beispiel auf der Seite sehen wir, dass hier unten die Kante rechts weiß ist, also hier eben die normale Breite der Seite vorhanden ist. Und ganz oben sehen wir diese Grafik, also dieser Abschnitt geht über die komplette Breite. Falls sowas der Fall ist, dann kann man sofort davon ausgehen, dass es hier irgendwie mit diesem speziellen Abschnitt ein Problem gibt. Man sagt quasi untersuchen und findet dann die erste Section. Und ich habe hier ein bisschen rumgehackt und dafür gesorgt, dass die jetzt eine zusätzliche Breite hat, was sie normalerweise eben nicht haben soll. Wenn ich diese Angaben, die ich jetzt extra mal geändert habe, wieder rausnehme aus dem System, dann kann ich auch nicht mehr seitwärts scrollen. Also es ist jetzt nicht mehr möglich. Manchmal ist es nicht ganz so offensichtlich, was hier schief gelaufen ist. Jetzt zum Beispiel weiß ich gar nicht, woran es liegt. Wenn ich scrolle, sehe ich dann nach einer Zeit wieder, ah okay, hier läuft der Text noch zu weit. Aber einen Trick gibt es, mit dem du normalerweise sehr schnell rausfinden kannst, woran das Ganze liegt, indem du in die Entwickler-Tools gehst. Ich öffne die offen gestanden immer nur mit den Tastatur-Shortcuts. Bei den meisten Browsern ist es Steuerung, Alt und I, aber du kannst hier auch auf Extras gehen, dann gibt es hier Browser-Werkzeuge und dann zum Beispiel Werkzeuge für Webentwickler und auf Mac dann entsprechend Command, Option I, also irgendwas in dieser Richtung. Du willst quasi das hier sehen, wo du einen Inspektor hast, ja, hier oben ist der Inspektor, und in dem du auch eigene Angaben schreiben kannst. Und die Angabe, die du jetzt schreibst, ist super easy. Du nimmst ein Sternchen, einfach nur ein Sternchen, sagst dann einmal Tab, damit du hier in den Angaben bist, und du sagst jetzt jedes beliebige Element, dafür steht dieser Stern, bekommt jetzt eine Background Color, dann würden wir hier nehmen Hashtag, zum Beispiel F für Rot, 00. Und dann brauchen wir noch eine Transparenz, deswegen setzen wir ans Ende nochmal eine 2 zum Beispiel. Und das machen wir jetzt auch noch important. Damit zerschießen wir uns die Seite, aber keine Sorge, wenn du die Seite neu lädst, ist diese Änderung wieder weg. Das ist jetzt nur gerade bei dir im Browser. Und diese Angabe hat den Vorteil, dass wenn man jetzt zur Seite scrollt, dass man hier relativ gut erkennen kann, was denn alles überlappt. Und wenn wir jetzt hier nach unten scrollen, sehen wir zum Beispiel sehr, sehr deutlich, dass diese Zeile hier, in der dieser Text steht, dass die der ausschlaggebende Grund ist, warum diese Seite zur Seite gescrollt werden kann. Also würde ich mir jetzt hier diese Zeile schnappen, würde dann gucken, was ist mit der Zeile los. Wir sehen hier die Column und gehen dann weiter nach oben und dann sehen wir hier, in dieser Row ist irgendwas festgelegt, dass die eine feste Breite hat. Das passiert bei einigen Page-Bildern, wenn man versehentlich mit der Maus an die Kante des Elements kommt und dann hier eine riesige Margin festlegt oder sowas. Wenn ich das jetzt hier wegnehme, die Margin links, die Margin rechts, die Breite, ja, dann plötzlich kann ich nicht mehr seitwärts scrollen und jetzt sieht meine Seite quasi wieder gut aus, bis auf das bisschen viel Rot, das wir hier aktuell sehen. Aber ich habe jetzt sehr, sehr schnell den Verursacher meines Problems ausfindig gemacht. Sobald du weißt, an welchem Element es liegt, ist natürlich der nächste Schritt, dass du jetzt quasi ins Backend gehst und eben dieses Element bearbeitest. Also wenn es jetzt hier diese Row wäre, dann müsste ich jetzt für mich irgendwie wissen, wir gehen hier mal in den Visual Builder vielleicht, der ist noch ein bisschen anschaulicher. Und dann würde ich jetzt quasi warten, bis dieses Element lädt, scroll dann dorthin und ändere das. Je nach Page Builder, den du hast, ist das natürlich weniger oder mehr schwer. Ja, das ist ein Satz. Hier bei Divi wäre es so, dass ich immer sagen würde, rechtsklick und dann View Modified Styles. Und dann sehe ich jetzt hier die Angaben dieser Zeile. Aber die Angaben, die wir eben gesehen haben, die eben das Problem gemacht haben, die hatte ich wieder nur im Browser hinzugefügt, um dieses Video quasi aufzunehmen. Also hier taucht jetzt gar nichts auf, aber das ist bei Divi die schnellste Möglichkeit, um das rauszufinden. Bei anderen Page-Bildern, Elementor zum Beispiel, funktioniert es natürlich anders, aber so prinzipiell findest du im Normalfall unter Design und dann gibt es so einen Punkt Größe und einen weiteren Punkt, also hier musst du aufpassen, was ist hier eingestellt, und einen weiteren Punkt Abstände, Spacing im Englischen, Margin und Padding sind fast immer die Verursacher von diesen Problemen. Ich mache hier mal zu und sage quasi Seite verlassen. Wir gehen mal auf die nächste Seite, auf der das gleiche Problem besteht. Wir können wieder seitwärts scrollen, obwohl wir das nicht wollen, und wir machen wieder nochmal die gleiche Übung wie zuvor. Wir sagen hier einfach, wir möchten eine neue Angabe hinzufügen, machen einen Stern und sagen dann Background Color Hashtag F002, important bitte. Und dann können wir wieder scrollen. Wir sehen, der Header hängt hier über, aber der ist fixed position, deswegen ist der nicht der Verursacher. Müssen wir jetzt wissen. Aber wenn wir hier nach unten scrollen, sehen wir plötzlich, ah, was ist denn hier los? Und da ist plötzlich Text gekommen, der zur Seite gerutscht ist. Und wieder haben wir sehr schön herausgefunden, woran das Problem liegt. Diese Möglichkeit funktioniert sehr oft sehr, sehr gut. Je nachdem, was ihr jetzt hier genau für ein Problem habt, kommt es aber auch manchmal vor, dass man gar keine Zeile hat oder keinen Abschnitt hat, der irgendwie aus den Beschränkungen rausfliegt und
zu breit ist. Es kann auch manchmal sein, dass es einfach so möglich ist, seitwärts zu scrollen, weil das Theme zum Beispiel irgendeinen animierten Effekt hat, bei dem eine Grafik von rechts reinfliegen soll. Und dann ist es so beabsichtigt, dass dieses Bild eben erstmal außerhalb des sichtbaren Bereichs ist und dann irgendwann mal reinfliegt. Und bei diesen Effekten ist es dann manchmal nicht möglich, dass man diesen Effekt beibehält auf der einen Seite und andererseits immer noch dafür sorgt, dass die Seite nicht mehr scrollbar ist, außer man behilft sich jetzt quasi mit einem Hack. Und da gibt es verschiedene, aber wir nehmen jetzt mal den einfachsten. Und zwar, wenn du auf die Body Class gehst, dann ist es normalerweise so, dass unterhalb des Body Elements ein Container ist, bei Divi heißt der Hashtag Page Container, also mit der ID Page Container, in dem der komplette Inhalt deiner Seite ist. Wir können hier mal auf Elementor gucken. Beim Elementor gibt es hier zum Beispiel sowas in der Richtung. Da gibt es ein Elementor, Data, Elementor Type und so weiter. Das ist alles nicht so cool aussagekräftig. Aber dann gibt es hier ein Elementor Inner Element. Und darauf kann man sich zum Beispiel beziehen. Und was hier eingestellt ist, ist die Eingabe Overflow Hidden. Und Overflow ist der Überlauf. Also wenn ein Element größer ist als das Elternelement, dann hat es Überlauf, im Englischen Overflow. Und wenn wir den auf Hidden stellen, dann kann man nicht mehr seitwärts scrollen. Hier zum Beispiel sehen wir das wieder. Wir können hier seitwärts scrollen. Sobald wir den Overflow auf Hidden stellen, sobald wir diese Angabe wieder aktivieren, können wir nicht mehr seitwärts scrollen. Und das ist in vielen Fällen die mit Abstand bequemste Möglichkeit, um diese Herausforderung bei deiner Webseite quasi zu meistern, wenn du nicht herausfinden kannst, welches Element im Speziellen dafür verantwortlich ist, dass man in der Seite scrollen kann. Das heißt, du schnappst dir quasi beim Elementor sowas wie Elementor Inner, ja, und sagst dir einfach, ich möchte jetzt eine neue Angabe, Elementor Inner, Overflow Hidden. Das wäre die Möglichkeit für Elementor. Oder was du bei Divi machen würdest zum Beispiel, ist, dass du hier den Hashtag Page Container schnappst und dann sagst, dass der Page Container einen Overflow von Hidden hat. Diese Angaben sind normalerweise nicht super kompliziert, aber wir packen sie dir trotzdem nochmal unten in die Videobeschreibung rein, die dann dafür sorgen sollten, dass es bei dir auch funktioniert. Falls deine Seite einen anderen Aufbau hat und du jetzt hier kein Element mit der Hashtag Page Container findest, mit der ID Page Container oder mit der Klasse Elementor Inner, dann müsstest du quasi diese Vorgehensweise analog befolgen. Also du nimmst erstmal die Entwicklertools, rechtsklick auf irgendwas und untersuchen und dann springst du ganz nach oben, findest dir das Body Element und unterhalb des Body Elements siehst du irgendwann, dass die komplette Seite markiert ist. Also hier zum Beispiel bei diesem Elementor Element hier, ja, ist die komplette Seite markiert, dann weißt du, darin liegt der ganze Inhalt und dann schnappst du dir dieses Element und gibst dem einen Overflow von Hidden. Ja, also zum Beispiel Body und dann hier in dem Fall ein Div mit der Klasse Elementor und wir sagen wieder Overflow Hidden. Und das löst das Problem wirklich endgültig, da kann dann nichts mehr passieren. Es sorgt automatisch dafür, dass du nicht mehr seitwärts scrollen kannst auf deiner WordPress-Seite. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen. Falls ja, dann gib mir am besten mal einen Daumen hoch. Falls du noch Fragen hast, hinterlasse gerne mal einen Kommentar. Oder falls du Lob oder Kritik hast, dann höre ich mir das natürlich auch gerne an. Falls das dein Problem noch nicht gelöst hat, kannst du mir auch gerne mal einen Link zu deiner Seite geben. Ich guck mal kurz drauf und gebe dir vielleicht einen Tipp, wie du das lösen kannst. Falls du noch mehr Fragen zum Thema hast oder zum Thema Selbstständigkeit im Allgemeinen, komm gerne mal auf unseren Discord. Dort beantworten wir genau solche Fragen. Versuchen, aus dir einen Webdesigner zu machen oder mehr aus deiner Webseite herauszuholen. Dann abonniere noch den Kanal und dann sehen wir uns bald mal wieder hier. Mach's gut, bis dann.